bin Christina Wittke, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der MyStandards GmbH und wir stellen Kalibrationsstandards für chemische Analysegeräte her. Wir stellen sogenannte Nanopellets her, das sind Kalibrationsstandards für chemische Analysegeräte. Und das kann man sich so vorstellen wie ein Eichgewicht bei einer Waage. Da wissen wir auch nur dank des bekannten Gewichts, wie schwer unsere unbekannte Probe ist. Und wir machen das Ganze für chemische Analysen, zum Beispiel von Gestein. Und da ist es nicht wichtig, wie schwer unser Kalibrationsstandard ist, sondern dass es chemisch rein und homogen verteilt ist. Also die Idee hinter dem Ganzen kommt ja tatsächlich nicht von mir, sondern von meinem Mitgründer Simon Nordstadt, der ist Geowissenschaftler und ich habe Betriebswirtschaft studiert. Ich wollte mich aber schon immer selbstständig machen und das vereint das für mich jetzt ganz hervorragend. Es ist ein Produkt, das die Welt auf jeden Fall ein Stück weiterbringt, die Wissenschaft in die Wirtschaft trägt und ich mein Wissen einfach zum bestmöglichen Sinn und Zweck verwenden kann. Ich kann mit aller Gewissheit sagen, dass wir ohne Exist hier heute nicht sitzen würden, weil wir ein forschungsintensives Unternehmen haben und auch erstmal gucken mussten, ist dieses Business eigentlich nur in unserem Kopf oder hat das auch in der Wirtschaft Anklang? Und genau das Gleiche gilt auch für den Seed- und Startup-Fonds oder jede weitere Förderung, die wir hier in Schleswig-Holstein bekommen haben. Da wir sehr forschungsintensiv sind, ist es auch immer ein geldintensives Unterfangen und wir müssen immer erstmal ein Proof of Concept erreichen, bevor wir unsere Kunden nachher überzeugen können. Ich habe definitiv daran geglaubt, dass es eigentlich schneller geht mit dem Unternehmensaufbau und auch die Akzeptanz am Markt schneller funktioniert. Da musste ich mich einfach mehr mit dem Produkt auseinandersetzen und auch mit dem Markt an sich. Und dann muss man auch sagen, kam Corona uns sehr dazwischen. Also wir haben halt ein analoges Produkt, wir müssen damit auf Messen fahren und das war eine ganze lange Zeit nicht möglich. Und ich hätte übrigens auch gedacht, dass wir das gar nicht so unbedingt überleben als Firma und konnte mich dann aber ja eines Besseren belehren lassen. Das war ein schöner Augenblick, also dass wir das trotzdem geschafft haben und dass wir diese Zeit auch gut genutzt haben, um unser Produkt einfach weiterzuentwickeln. Aus meiner Erfahrung mit der Gründung und dem gesamten Unternehmen jetzt würde ich auf jeden Fall allen Frauen mitgeben wollen, sprecht über eure Idee, sprecht aber auch über eure Probleme und lasst euch nicht immer nur blenden von dem Start-up-Hype, sondern seid einfach ehrlich mit euch und mit den Menschen um euch rum, damit das nachher auch von Erfolg gekrönt sein kann.